Herzlich willkommen zu den FAU News. Gerade befinden wir uns vorm Haupteingang der Mensa Inselschütt in Nürnberg. Aktuell sieht er hinter mir noch den alten Schriftzug, der soll aber bald einen neuen weichen und wie er aussehen soll, bestimmt ihr. Das Nürnberger Studentenhaus soll jetzt in House of Students umbenannt werden. Dafür hat das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg einen Gestaltungswettbewerb für Studis ausgeschrieben. Sebastian vom Studentenwerk erklärt uns jetzt, was die Vorgaben hierfür sind. Gestaltungswettbewerb können alle Studierenden teilnehmen, die im Sommersemester an einer unserer betreuten Hochschulen eingeschrieben sind. Wichtig ist dabei, dass das Design als Malerarbeit oder Folierungsarbeit umsetzbar sein muss. Die Achtung der Menschenwürde, der Schutz der Persönlichkeit sowie Integration, Gleichbehandlung und Gastfreundschaft – diese Werte vertritt das Studentenwerk. Und eben diese sollen jetzt durch den neuen Schriftzug nach außen sichtbar werden. Auf euch wartet ein Preisgeld von insgesamt 2000 Euro, wobei der erste Platz 1000 Euro erhält. Noch bis einschließlich 16. August könnt ihr eure künstlerischen Ergüsse einreichen. Sebastian, nach welchen Kriterien werden dann die drei siegreichen Entwürfe bewertet? Durch eine Fachjury ausgewählt. Die Kriterien dabei sind die Umsetzbarkeit, die Ästhetik und die thematische Angemessenheit, da wir mit dem Gestaltungswettbewerb House of Students ja Integration und Gleichbehandlung darstellen wollen. Danke dir, Sebastian. Braucht ihr noch weitere Infos oder Hilfen, nicht nur zum Gestaltungswettbewerb, sondern rund um euer Studium, zu BAföG, zu Kulturangeboten und so weiter, dann ist das Studentenwerk genau die richtige Adresse für euch. Für eine optimale Planung des Wintersemesters mit Präsenzveranstaltungen bittet die Unileitung um eure Mithilfe. In einer Stuttgart-Umfrage könnt ihr jetzt deshalb anonymisiert und freiwillig euren aktuellen Impfstatus angeben. Die Umfrage haben wir euch verlinkt. Für ihr Engagement in vielen Integrations- und Migrationskommissionen wurde Professor Dr. Petra Wendel mit der Bayerischen Europamedaille geehrt. Die Auszeichnung steht besonders denen zu, die sich um den europäischen Gedanken verdient gemacht haben. Hierzu gratulieren wir ganz herzlich. Nach dem großen Erfolg des ersten Weltmarktführer Innovation Days 2020 lädt die FAU erneut Innovatoren in die Ladeshalle ein. Dieses Jahr liegt der Fokus auf Digital Health. Prominente Gäste sprechen am 21. September über die Digitalisierung der Medizin. Wie schon im vergangenen Jahr stehen hier beim Innovator of Tomorrow Award vor allem die Weltmarktführer von morgen im Mittelpunkt. Startups mit der Mission, die Gesundheitsversorgung digital zu innovieren. Alle weiteren Infos zur Bewerbung und der Deadline findet ihr über den Link.